Spritzen, Höhen, Prüfung, Menschenmassen oder Spinnen. Wir Menschen haben vor ganz unterschiedlichen Dingen ganz unterschiedlich viel Angst. Ich zum Beispiel habe krasse Angst vor Spritzen und Nadeln. Und spätestens wenn es heißt, Frau Kabitsch, ich würde gerne bei Ihnen Blut abnehmen, wird mir entweder sofort schwarz vor Augen oder ich renne panisch aus der Praxis meiner Ärztin. Aber wie viel Angst ist normal? Ab wann spricht man von einer Angststörung? Wie wird das therapiert? Und wovor hat man eigentlich genau Angst, wenn man zum Beispiel unter einer Sozialphobie leidet? Im letzten Video habe ich euch erklärt, wie Angst entsteht und warum es so schwer ist, Ängste loszuwerden. Und ja, es ist ganz normal, vor gewissen Dingen Angst zu haben. Wenn die Angst aber unangemessen stark ist, für eine längere Zeit anhält und für Leiden und Einschränkungen in wichtigen Lebensbereichen sorgt, dann spricht man von einer Angststörung. Genauso ist es auch bei mir und meiner Spritzen- und Nadelphobie. Seit ich denken kann, habe ich panische Angst davor. Das geht sogar so weit, dass ich schon Panik bekomme, wenn ich nur weiß, dass irgendwo im Raum Nadeln sind. Boah ey, wenn ich irgendwann mal ins Krankenhaus muss, ciao. Wirklich, ciao. Ich wusste, dass es so nicht weitergehen kann und dass ich diese Angst endlich mal überwinden muss. Vor einigen Wochen habe ich mich dann meiner wirklich größten Angst, dem Blutabnehmen, gestellt und wurde dabei von Frank vom Kanal Die Frage begleitet. Was wird denn morgen passieren? Ja, morgen wird, glaube ich, der schlimmste Tag in 2021 für mich. Und zwar werde ich erst eine Hypnose-Session machen. Gehe eins mit deinem angstfreien Ich. Und dieses leichte Gefühl merkst du dir jetzt ganz stark. Und in der Hoffnung, dass dir was bringt, werden wir versuchen, mich morgen in diesen Raum reinzubekommen und mir Blut abnehmen zu lassen. Aber ja, bin gespannt. Ich werde euch im Laufe des Videos schon ein paar Ausschnitte zeigen. Die ganze Reportage von Die Frage verlinke ich euch dann hinten in der Endcard. Das ist das erste Mal, dass ihr mich so als Protagonistin und nicht in meiner Rolle als Psychologin seht. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt und mega gespannt, was ihr zu der Reportage sagt. Aber schaut es euch später selbst an. Wir starten jetzt erstmal inhaltlich mit den verschiedenen Angststörungen durch. In Deutschland erfüllen ca. 15% die Kriterien mindestens eine Angststörung. Das heißt, mehr als jede siebte erwachsene Person ist betroffen. Bei Frauen sind Angststörungen sogar die psychischen Erkrankungen, die am häufigsten auftreten. Im ICD-10, dem offiziellen Klassifikationsbuch für Krankheiten, werden diese verschiedenen Angststörungen hier unterschieden. Drückt gern kurz auf Pause, um euch die Kurzbeschreibung durchzulesen. Wir schauen uns in diesem Video hier einmal die Panikstörung, die spezifische Phobie und die Sozialphobie genauer an und ich erkläre euch, wie so eine Therapie bei Ängsten abläuft. Wenn ich über die anderen Angststörungen auch noch Videos machen soll, dann schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Stellt euch mal vor, ihr sitzt im Bus auf dem Weg nach Hause. Es ist alles gut, ihr schaut aus dem Fenster und hört Musik. Plötzlich, so ganz aus heiterem Himmel, kriegt ihr Herzrasen, fangt an zu zittern, zu schwitzen und habt das Gefühl, dass ihr nicht mehr richtig Luft bekommt. Ihr springt bei der nächsten Station panisch aus dem Bus, wartet, bis es euch wieder besser geht und lauft dann den letzten Kilometer nach Hause. Das, was ich euch gerade beschrieben habe, ist eine sogenannte Panikattacke. Bei einer Panikattacke bekommt man ganz plötzlich richtig, richtig doll Angst und zeigt so typische Angstsymptome wie Herzrasen, Schwitzen und oder Zittern. Die Angst geht dann aber nach ein paar Minuten langsam wieder weg. Wenn solche Panikattacken wiederholt und aus heiterem Himmel, also ohne einen bestimmten Auslöser, auftreten, dann spricht man von einer Panikstörung. Circa 2%, also ungefähr jede 50. Person, leidet unter Panikstörungen. Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer. Wenn man Panikattacken hat, dann bedeutet das aber nicht automatisch, dass man an einer Panikstörung leidet. Panikattacken können auch bei anderen psychischen Erkrankungen wie spezifischen Phobien, Sozialphobien oder aber auch bei Depressionen oder Psychosen auftreten. Und auch wenn man keine psychische Erkrankung hat, kann man Panikattacken bekommen. Ich persönlich bekomme auch manchmal Panikattacken, wenn ich wegen irgendwas zu meiner Ärztin muss. Mir wird dann kurz übel, mir laufen so Kälteschauer über den Rücken und ich habe das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden und möchte einfach nur so ganz, ganz schnell raus aus der Situation. Auch nachdem Frank in der Reportage Blut abgenommen wurde, wollte ich einfach nur so schnell wie möglich raus aus der Praxis. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nicht mal Tschüss gesagt. Oh, das sind Nadeln. Pia, beschreib mal, was jetzt in dir vorgeht. Mir ist schlecht. Oh Gott. Das habe ich noch nie so gesehen. Ja, wir sind eh fertig. Ich möchte jetzt bitte raus. Schnell raus.
Wie der Name es schon sagt, hat man bei einer spezifischen Phobie eine ausgeprägte Angst vor spezifischen Situationen oder Objekten. Also zum Beispiel vor Spinnen, Schlangen, Höhen oder wie bei mir jetzt vor Nadeln und Spritzen. Theoretisch kann man vor allem eine Phobie entwickeln, aber wie ich das schon in meinem letzten Video erklärt habe, sind nicht alle Objekte bzw. Situationen gleichermaßen geeignet, um Angst auszulösen. Dinge, vor denen auch schon unsere Vorfahren Angst hatten, also zum Beispiel Höhe oder so potenziell gefährliche Tiere wie Schlangen oder Hunde, lösen eher Angst in uns aus als so neumodische Sachen wie Autos. Die meisten Betroffenen sind sich darüber bewusst, dass ihre Angstreaktion, also so ganz rational gesehen, unangemessen und übertrieben ist. Auch ich weiß, dass eigentlich überhaupt nichts Schlimmes passiert, wenn ich geimpft werde oder mir Blut abgenommen wird und dass mein Körper mit der krassen Angstreaktion eigentlich total überreagiert. So spezifische Phobien kommen relativ häufig vor, ungefähr jede 10. Person ist betroffen. Frauen sind dabei ungefähr doppelt so häufig betroffen wie Männer. Erstmal ganz wichtig, wenn man eine Sozialphobie hat, dann ist man nicht schüchtern oder hat so absolut keinen Bock auf Menschen, sondern hat Angst vor sozialer Bewertung und vermeidet deswegen soziale Situationen so gut es geht. Betroffene haben zum Beispiel Angst davor, Smalltalk zu halten, beim Essen beobachtet zu werden, zu telefonieren oder auch vor anderen Leuten eine Leistung zu erbringen, also zum Beispiel vorne an der Tafel was vorzurechnen oder einen Vortrag zu halten. Betroffene befürchten, dass sie sich in sozialen Situationen dann irgendwie peinlich oder unangebracht verhalten könnten. Sich also zum Beispiel beim Essen verschlucken, irgendwas Blödes sagen oder Antworten auf Prüfungsfragen nicht wissen und dass das dann dazu führen könnte, dass sie von anderen Personen zurückgewiesen werden oder sie eine andere Person aus Versehen kränken. Circa 3% in Deutschland sind davon betroffen und auch hier kommt die Angststörung bei Frauen häufiger vor als bei Männern. Panikstörungen, spezifische Phobien, Sozialphobie und auch alle anderen Angststörungen lassen sich im Rahmen von der Psychotherapie sehr gut behandeln. Es gibt verschiedene Therapieansätze, die je nach Störungsbild individuell angepasst werden. Als besonders effektiv hat sich die sogenannte Konfrontation erwiesen. Das Grundprinzip ist super simpel: Tu das, bevor du am meisten Angst hast. Aber halt nicht irgendwie, sondern unter therapeutischer Anleitung, in ungefährlichen Situationen und mit guter Vorbereitung. Die Konfrontation kann ganz unterschiedlich erfolgen. Nehmen wir einfach mal meine Spritzenphobie als Beispiel. Um mich mit meiner Angst zu konfrontieren, könnte die Therapeutin mir entweder zum Beispiel echte Spritzen mitbringen, mir Bilder oder Videos zeigen, auf denen Spritzen zu sehen sind, mir von Spritzen erzählen oder mich mit Hilfe von virtueller Realität, ihr wisst schon, wenn man hier diese coolen Brillen auf hat, in einer virtuellen Welt mit Spritzen konfrontieren. Dabei hätte die Therapeutin dann zwei Möglichkeiten. Entweder, also ich fange ganz langsam an, also zeigt mir zum Beispiel erstmal Bilder von Spritzen und arbeitet sich dann hoch, bis sie mich dann irgendwann mal zu einer Ärztin begleitet. Oder sie fängt mit dem Schlimmsten an und geht mit mir direkt zur Ärztin. Das wäre natürlich mega hart, aber hätte den Vorteil, dass ich direkt am Anfang der Therapie so ein krasses Erfolgserlebnis hätte, also vorausgesetzt ich packe es, und dann mit einem jetzt kann ich alles schaffen, beziehungsweise jetzt schaffe ich alles andere auch Mindset in die restlichen Therapiesitzungen gehen würde. Beim Dreh mit Frank habe ich mich auch direkt meine Angst gestellt. Ob ich es geschafft habe, mir Blut abnehmen zu lassen, das seht ihr auf dem Kanal von Die Frage. Damit Konfrontation auch wirklich effektiv ist und die Angstreaktion weniger wird, muss unter anderem darauf geachtet werden, dass die Konfrontation in verschiedenen Kontexten, also nicht nur im sicheren Umfeld der Therapie stattfindet, sondern auch, wie jetzt bei meiner Spritzenphobie, zum Beispiel bei einer Ärztin oder einem Arzt. Warum das so wichtig ist, das habe ich euch in meinem letzten Video erklärt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch nochmal hinten in der Endcard. Das Ziel von solchen Konfrontationsübungen ist, dass man merkt, dass weder die Angstreaktion noch so die Situation an sich dem Körper schaden und dass die Angst mit der Zeit weniger wird. So eine Angstreaktion ist für unseren Körper super, super anstrengend und deswegen kann unser Körper diesen Zustand gar nicht bis zum bitteren Ende aushalten. Damit man aber merkt, hey, die Angst wird weniger, ist es super wichtig, so lange in der Situation drin zu bleiben, bis die Angstreaktion dann auch tatsächlich nachlässt. Das kann echt super heftig sein. Diejenigen von euch, die das in der Therapie vielleicht schon mal gemacht haben, wissen, wovon ich rede. Aber wenn man es dann geschafft hat und die Angst dann tatsächlich weniger wird, dann ist das ein richtig gutes Gefühl. Und wenn man dann das nächste Mal mit seiner Angst konfrontiert wird, dann ist es häufig auch einfach schon ein bisschen weniger schlimm. Außerdem kann durch solche Konfrontationsübungen auch das, was man erwartet, was passiert, wenn man sich seiner Angst stellt, korrigiert werden. Ich zum Beispiel dachte immer, dass so eine Nadel zum Blutabnehmen mega lang ist
Und wenn man einen Tropf gelegt bekommt, diese mega lange Nadel dann in einem drin bleibt. Und genau das hat, glaube ich, bei mir die Panik ausgelöst. Erst während des Drehs mit die Frage habe ich gesehen, hey, die Nadeln sind ja eigentlich mega kurz. Und wenn man einen Tropf bekommt, dann bleibt die Nadel auch gar nicht die ganze Zeit in einem drin. Wo fängt die denn an? Da oben. Siehst du? Die ist ja wirklich nur so kurz. Siehst du? Ganz dünn und ganz kurz. Und in deinem Gedächtnis war sie ungefähr so. Ja. Darf ich die mal in die Hand nehmen? Ja, bitte. Oh Gott, ich habe gerade erst mal eine Nadel in der Hand, Leute. Oh Gott. Oh, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Wow. Ja. Okay, nee, ich will sie doch nicht. Oh. Oh. Auch Medikamente können gegen Angststörungen helfen. Die bekanntesten Medikamente sind hier wahrscheinlich die sogenannten Benzodiazepine, kurz Benzos. Durch den Wirkstoff in den Medikamenten werden unsere Nervenzellen so träger, wodurch die Angstreaktion unseres Körpers schwächer wird. Aber Achtung, von Benzos kann man super schnell abhängig werden. Deswegen sollte man die, wenn überhaupt, nur vorübergehend einnehmen und sich langfristig dann eine andere Lösung, zum Beispiel Psychotherapie, überlegen. Ich weiß, es kostet total viel Mut und auch Energie, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Wenn ihr aber das Gefühl habt, dass eure Ängste euch in eurem Alltag einschränken und ihr darunter leidet, dann kann ich euch wirklich nur dazu ermutigen, euch professionelle Hilfe zu suchen. Ängste lassen sich echt gut mit Psychotherapie behandeln. Seid ihr, so wie ich, auch von einer Angststörung betroffen und oder hattet schon mal eine Panikattacke? Wenn ja, gibt es etwas, das euch hilft, mit eurer Angst umzugehen? Erzählt uns davon super gerne mal in den Kommentaren. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich finde es mega, mega schön, dass ihr alle da seid und herzlich willkommen auch an alle, die von die Frage rübergekommen sind. Fühlt euch virtuell von mir gedrückt und bis nächste Woche. Hier könnt ihr mich jetzt einmal virtuell dabei begleiten, wie ich mich zusammen mit Frank meiner größten Angst stelle. Und wenn ihr die Frage noch nicht abonniert habt, dann holt es unbedingt noch nach. Ich sag euch, es lohnt sich. Nicht nur die Videos sind super, auch privat sind Frank und sein Team absolute Herzensmenschen. Noch mehr spannende Infos zum Thema Angst gibt's in meinem letzten Video. Schaut da unbedingt mal vorbei.